nicht erschrecken, es sind nicht 149 Folien, es ist ein PDF-File und die einzelnen Animationsphasen sind einzelne Folien, also keine Angst. Für die, die mich noch nicht kennen, ich habe 2008 mit der Cutter angefangen, damals noch in meiner Rolle als Werksleiter bei Festool und arbeite mittlerweile als Führungskräftetrainer. Ich tue das deshalb, weil ich überzeugt bin, dass die Art und Weise, wie wir führen, der entscheidende Faktor ist, ob wir erfolgreich sind im Verbesserungsprozess. Und deshalb möchte ich jetzt, nachdem wir viele interessante Impulse heute hatten, zum Abschluss vor allem mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie Ihre Fähigkeit im Verbesserungsprozess zu führen weiterentwickeln können. Sozusagen einige Tipps und Tricks für den Coach, weil ich glaube, dass Verbesserung führen vor allem und zuerst heißt Führung verbessern. Und in der Arbeit mit der Cutter haben wir festgestellt, dass sozusagen der größte Engpass die Fähigkeit ist, gut zu coachen. Das heißt, in meinem Vortrag sozusagen Coaching für Dummies oder um es sozusagen mal mit einer positiven Herausforderung zu belegen, auf dem Weg zum Supercoach, möchte ich einige Tipps und Tricks weitergeben, die ich in den letzten Jahren selber gelernt habe. Für den Vortrag gibt es aber zwei Voraussetzungen. Nämlich erstens, ich werde über Fähigkeiten sprechen und nicht über Motivation. Das heißt, ich setze voraus, dass Sie selbst die Motivation haben, Ihre Führungsfähigkeit zu entwickeln, mit der Coaching-Charta zu arbeiten. Die zweite Voraussetzung ist, dass Sie schon Erfahrung mit der Coaching-Charta haben. Das heißt bitte, wer hat schon mindestens einmal in der Realität mit der Coaching-Charta selber gecoacht? Okay, wer hat mindestens 100 Mal selber gecoacht? Okay, so, und jetzt, wer hat mindestens 1000 Mal selber gecoacht? Okay, dieser Vortrag, was jetzt kommt, ist nur für die mit 1000 plus. Und, für alle anderen, nehmen Sie Folgendes mit. Ich habe bei der Arbeit mit der Cutter vor allem gelernt, dass wir uns, soweit ich das einschätzen kann, wahrscheinlich noch nie zuvor in Führungskräfteentwicklungsprogrammen uns so sehr mit den Details, um die es eigentlich geht, beschäftigt haben, sondern meistens nur pauschale Entwicklungsprogramme starten und uns dann wundern, dass so wenig übrig bleibt und wir so wenig Verbesserung und Einheitlichkeit in der Führung sehen. Vorab die Warnung also, in meinem Vortrag jetzt werde ich Ihnen sehr viele Details, Detailtipps zur Coaching-Charta mitgeben. Das ist die Vorabprämisse. Ich möchte Ihnen zuerst die zwei Protagonisten der folgenden Geschichte vorstellen. Da gibt es zum einen mal hier den Mr. Hardy Case, Science Science Verbesserer. Und der ist aus Sicht seines Coaches wirklich ein sehr harter Fall, weil er in den Coaching-Zyklen immer wieder neue Informationen mitbringt, abschweift, sehr ausführlich erzählt. Und sein Coach, der Mr. I'm Lost, hat ständig das Gefühl, dass er mit völlig neuen Situationen konfrontiert wird. Also eine der Herausforderungen, die wir in der Arbeit mit der Coaching-Charta feststellen, ist, dass wir als Coach, vor allem als anfangender Coach, aber das kann ich sagen, das bleibt eine ganze Weile so, immer wieder das Gefühl haben, dass sich völlig neue Situationen ergeben. Und die Rezepte, die wir im Training ausprobiert haben, irgendwie, heute funktionieren sie nicht. Gestern im Training war es noch alles klar, heute funktioniert es nicht. Das zweite Problem, was hier Mr. I'm Lost als Coach hat, ist, dass er hat ja einen Second Coach, einen Coach, dass er aber irgendwie mit dem Feedback hier von seinem Second Coach nicht irgendwie so richtig viel anfangen kann. Und in meiner Beobachtung gibt es drei wesentliche Fehler, die wir oft, wenn wir Feedback geben, machen. Und das sind die folgenden drei. Entweder wir geben zu allgemein Feedback oder wir geben Feedback zu einem Einzelfall oder wir geben Feedback zum zweiten Schritt vor dem ersten. Was heißt das? Kurze Beispiele dazu. Ein allgemeines Feedback ist, ihr braucht immer so lang für eure Coaching-Zyklen, versucht doch mal schneller durchzukommen. Da ist mir nicht viel geholfen. Ein Einzelfall-Feedback ist, heute
habt ihr auf eurem Experimentierblatt vergessen, das Datum für den nächsten Schritt einzutragen. Korrektes Feedback hilft mir aber grundsätzlich nicht weiter. Ein zweites vor dem ersten Schritt Feedback ist folgendes. Wir haben im Gespräch beobachtet, dass der Zielzustand noch nicht klar definiert ist. Logischerweise verläuft das Gespräch sehr schwierig und bei der Vereinbarung des nächsten Schrittes bleibt das natürlich sehr unpräzise. Und dann bekommen wir das Feedback, ja, ihr solltet darauf achten, dass der nächste Schritt präzise formuliert wird. Funktioniert nicht, weil das ging ja schon ganz vorne los. Das heißt also, wenn wir unsere eigene Fähigkeit entwickeln wollen als Coach und auch besser Feedback geben wollen, müssen wir zwei Dinge tun. Nämlich erstens, wir müssen nach Mustern suchen, sozusagen nach Problem- oder Hindernismustern und zu denen Feedback geben. Und zweitens, wir müssen das Feedback staffeln. Sozusagen angefangen von den Grundlagen zu höherem Detail und Schwierigkeitsgrad. Und deshalb möchte ich im Folgenden jetzt 7 Tipps für den Coach zeigen, angefangen von ganz einfachen Dingen, die vielleicht für die von Ihnen, die sich bei 1000 und mehr gemeldet haben, total banal sind und dann schrittweise den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Kommen wir also zum ersten Problemmuster. Das erste Problemmuster, was wir sehr oft sehen, wenn wir anfangen zu coachen, ist, der Coach verliert im Gespräch den Faden. Und da gibt es einen einfachen Trick, der uns helfen kann, wenn wir Folgendes verstehen. Die 5 Fragen, und wir haben das vorhin gehört, sind ja nicht das vollständige Gespräch. Also es geht nicht darum, die 5 Fragen einfach in der Reihe zu stellen, dass das Gespräch zu Ende. Sondern die 5 Fragen sind Eckpunkte im Gespräch. Die helfen uns, durch das Gespräch zu navigieren. Das heißt also, wir brauchen dazwischen vertiefende Fragen. Meistens ist es so, dass in einer von diesen Phasen der Coach den Faden verliert. Wenn wir also jetzt dieses Verständnis haben, die Fragen sind Eckpunkte des Gesprächs, gibt es einen einfachen Trick, denn die meisten Coaches, und ich gehe auch davon aus, dass Sie das so haben, haben ja eine Merkkarte. Und diese Merkkarte ist ein wunderbares Hilfsmittel, um zu navigieren, wenn man einen ganz einfachen Trick anwendet, nämlich das, was ich die Daumenregel nenne. Halte den Daumen immer an die Frage, die du zuletzt gestellt hast. Wenn du dann bei den vertiefenden Fragen den Faden verlierst, kannst du immer wieder auf die Karte gucken und siehst, wo du warst. Und gehe dann von Frage zu Frage. Also Tipp Nummer 1, Orientierung im Gespräch mit der Daumenregel. Eine zweite Möglichkeit und Hilfestellung, ein zweiter Tipp, um im Gespräch nicht den Faden zu verlieren, ist folgendes. Lassen Sie uns verstehen, ein gutes Coaching-Gespräch hat keine Rücksprünge. Das heißt also, wir gehen von Phase zu Phase und wir müssen nicht, wenn wir in Phase hier 4, Frage 4, der nächste Schritt sind, plötzlich wieder zurückspringen und warte mal, wie passt denn das jetzt zur aktuellen Situation? Das ist der Grundgedanke. Das heißt also, diese einzelnen Phasen bauen aufeinander auf. Das ist ja auch nur logisch, denn in der Verbesserungskarte, wenn ich keinen Zielzustand habe, ja, dann bitte keinen nächsten Schritt vereinbaren. Wenn die aktuelle Situation nicht klar ist, bitte noch nicht über Hindernisse und Ursachen sprechen. Also weil die Verbesserungskarte aufeinander aufbaut, muss auch das Gespräch aufeinander aufbauen. Heißt also, im Gespräch sollten wir als Coach wie folgt durch das Gespräch gehen. Phase 1, wenn Phase 1 zu unserer Zufriedenheit beantwortet wurde, gehe erst dann in Phase 2, gehe erst dann in Phase 3. Das heißt, der Trick heißt, stelle die nächste Eckpunktfrage erst, wenn die Phase davor zu deiner Zufriedenheit beantwortet wurde. Jetzt gibt es eine ganz spezielle Stelle im Gespräch und die ist zwischen Frage 3 und Frage 4. Denn dort taucht in den meisten Fällen die Wissensgrenze auf. Das heißt, auch da können wir wieder einen kleinen Trick ableiten, um sicherzustellen, dass wir in dem Coaching-Gespräch keine Rücksprünge haben, nämlich stelle die Frage erst, die Frage 4, wenn die Wissensgrenze erreicht ist. Das ist der richtige Punkt für den nächsten Schritt. Und umgekehrt gilt genauso, kann eine der Eckpunktfragen davor nicht beantwortet werden. Wie ist die aktuelle Situation? Das weiß ich nicht. Okay, Wissensgrenze. Was müssen wir jetzt als nächstes tun, um das herauszufinden? Das heißt, wenn wir vorher die Wissensgrenze erreichen, es ist Zeit für die Frage 4, den nächsten Schritt. Das heißt also hier, Tipp Nummer 2, bei grün gehen, bei rot stehen. Sie merken schon, hier in diesen Bezeichnungen dieser Tipps habe ich
ein bisschen amüsante Bezeichnung gewählt. Warum? Dahinter stecken zwei Dinge, die ich gelernt habe, wie wir Coaches helfen können. Wenn wir Coaches Feedback geben, ist es unglaublich schwierig, nicht das Feedback zu verstehen. Das ist meistens klar. Das Schwierigste ist, dieses Feedback in Aktion im nächsten Coaching-Zyklus umzusetzen. Warum? Ja, wenn ich im Coaching-Zyklus bin, dann stehe ich so unter Strom, dass ich nicht rational nachdenken kann, ach ja, das war ja dieser Fall, den mir mein Second Coach genannt hat und so weiter. Und jetzt muss ich ja die Variante B wählen. Funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen einen einfachen Weg finden, wie wir Coaches, wenn sie unter Strom stehen, helfen können, sich an das Feedback oder diese Tipps zu erinnern. Und ich habe da zwei wichtige gefunden. Das erste ist, mache einfache Bezeichnungen. Gib sozusagen diesen Regeln einen Namen, an den man sich leicht erinnern kann. Assoziationen. Zweitens, wenn wir in den nächsten Tipp sehen, gib Umgebungshilfestellung. Haben wir heute auch schon was gehört über Veränderung der Umgebung. Also gestalte die Umgebung so, dass man nur das Richtige tun kann. Wie geht das? Gehen wir ein Stück weiter. Vorab noch ein Tipp hier für den Beobachter. Wenn wir dieses wissen, dass ein gutes Coaching-Gespräch keine Rücksprünge hat, dann heißt das für einen Beobachter, wenn in einer Phase das Gespräch von der Straße abkommt, liegt die Ursache meistens in der Phase davor. Da antworten, wenn wir zum Beispiel bei Frage 3 keine Hindernisse finden und dort das Gespräch von der Straße abkommt, hat es oft damit zu tun, dass die aktuelle Situation nicht klar war und so weiter. Das gilt für die Phasen durch. So, ein weiteres Problemmuster, was wir oft sehen, ist, der Coach verliert den Überblick über die Zusammenhänge. Irgendwann im Gespräch fallen Zahlen, Fakten, Informationen und es fällt dem Coach unglaublich schwer, das einzuordnen. Das hat oft damit zu tun, dass der Coach einen Großteil seiner Prozessorleistung im Gespräch damit verbraucht, sich überhaupt zu orientieren und diese Fakteninformationen, die er bekommt, einzuordnen. Zum Beispiel hier auf der Coaching-Tafel. Deshalb, auch da gibt es einen einfachen Trick und das hat bitte nichts mit Formalismus zu tun und auch nicht damit, dass ich sage, Sie müssen das genau in dieser Form und Beschriftung machen, sondern es geht einzig und allein darum, eine Umgebungsbedingung zu schaffen, die es dem Coach leichter macht. Er kann sozusagen das Navigieren vergessen und kann sich konzentrieren auf das, was er hört, indem wir Folgendes tun. Indem wir nämlich ein Muster auf der Coaching-Tafel schaffen, das dem Muster des Gespräches folgt. So, wenn wir uns jetzt hier mal dieses Musterbeispiel der Coaching-Tafel anschauen, werden wir sehen, ganz links ist der Zielzustand, in der Mitte ist die aktuelle Situation und rechts finden wir die Fragen 3, 4 und 5. So, das heißt also, es gibt hier eine Reihenfolge im Gespräch und die Visualisierung auf der Tafel folgt der Reihenfolge des Gesprächs von links nach rechts. Und es gibt noch eine zweite Reihenfolge, das ist nämlich von oben nach unten, da wächst der Detaillierungsgrad. Das hat zwei Vorteile. Erstens, der Coach kann von links nach rechts den Fragen folgen und immer dann, wenn er das Gefühl hat, jetzt detaillieren zu müssen, weiß er schon, ich muss auf der Tafel nach unten gehen. Das macht es unglaublich viel leichter, ich muss nicht suchen. Das heißt, diese Regel heißt, von links nach rechts, von oben nach unten. Hier ein reales Beispiel einer solchen Coaching-Tafel, damit Sie mir auch glauben, dass man das wirklich so machen kann. Kommen wir zum nächsten Problemmuster. Das ist ein sehr weit verbreitetes, auch bei erfahrenen Coaches. Hindernisse können nicht eindeutig identifiziert werden. So die Situation, ja, welche Hindernisse halten dich davon ab? Ja, das weiß ich nicht. Aus dem Gedanken, dass die Ursache meistens in der Phase davor liegt, sollten wir uns dann deshalb mal genauer anschauen, was ist bei Frage 2 passiert, wie ist die aktuelle Situation. Da sehen wir dann oft Folgendes. Aktuelle Situation ist, der Durchschnitt im November verteilt sich wie folgt. Oder, auch sehr beliebt, eine lange Wäscheliste mit Einzelwerten. Das macht es unglaublich schwer, Hindernisse zu identifizieren. Es wäre viel leichter, wenn wir folgende zwei Regeln anwenden würden, nämlich erstens, Zahlen zur aktuellen Situation sind immer als Verlauf darzustellen, denn wir müssen Veränderungen sofort erkennen können. Und zweitens, bitte keine Durchschnittswerte, denn wir müssen auch Ausreißer sofort erkennen können. Das heißt, wenn wir über Frage 2 nachdenken, aktuelle Situation, heißt mein Tipp an dieser Stelle, denn wir haben heute Morgen ja gehört zum Thema Berliner Flughafen und Fehlerkultur, wir wollen positiv mit diesen Ausreißern umgehen, Liebe auf den ersten Blick.
Frage 2. Liebe auf den ersten Blick, ich muss Ausreißer und Veränderung sofort erkennen können. Ein zweiter Tipp, um Hindernisse leichter zu finden, geht wie folgt. In vielen Coaching-Zyklen stellen wir fest, dass wir zwar viele Coaching-Zyklen machen, aber keine Veränderung im Prozess stattfindet. So, wir drehen uns im Kreis. Womit hängt das zusammen? Lassen wir uns mal folgenden Ansatz wählen und verstehen, es gibt zwei Arten von Hindernissen. Die erste Art von Hindernissen sind Umsetzungshindernisse. Das ist, wenn wir hören vom Verbesserer, wir haben keine aktuellen Daten. Okay, was ist dein nächster Schritt? Ja, die Daten erheben. Im nächsten Coaching-Zyklus hören wir dann, mein letzter Schritt war, ich wollte die Daten erheben, aber ich muss noch überlegen, wie ich das eigentlich beobachten will. Was ist dein nächster Schritt? Ja, ich überlege mir, wie ich das beobachten will. Dann kommt er und sagt, ja, jetzt hatte ich aber noch keine Zeit zum Beobachten und dann, ich weiß nicht genau, wann das auf der Produktionslinie läuft und so weiter. Das sind zwar Probleme, aber keine Hindernisse im Prozess. Das ist richtig, dass wir dazu einen nächsten Schritt machen müssen, aber wenn wir die auf unserer Experimentiertabelle notieren, dann springen wir die ganze Zeit von Hindernis zu Hindernis. Wir werden unglaublich viele Coaching-Zyklen drehen und keinen Fortschritt machen. Das heißt, die Hindernisse, die wir immer klar im Vordergrund halten sollen, sind Hindernisse im Prozess. Also zum Beispiel hier, 55 Sekunden Verlust durch Nachfüllen eines Magazins. Oder mit anderen Worten, Hindernisse im Prozess beziehen sich immer auf den Zielzustand. Sie erzeugen eine unerwünschte Wirkung in Richtung des Zielzustandes. Tipp 5, Hindernisse immer im Prozess. Tipp 6, auch da geht es darum, wie kann ich verhindern, dass wir uns bei Coaching-Zyklen im Kreis drehen, heißt, achte auf logische Zusammenhänge, ist doch logisch. Den ersten haben wir schon gehört, Hindernisse beziehen sich immer auf den Zielzustand. Also Beispiel, lange Greifwege führen zu 30 Sekunden Zeitverlust im Zyklus. Da gibt es einen Zusammenhang, der muss gegeben sein, den muss ich erkennen können. Zweiter logischer Zusammenhang, der nächste Schritt bezieht sich immer auf das Hindernis. Also Beispiel hier, Hindernis, lange Greifwege führen zu 30 Sekunden Zeitverlust. Beispiel für den nächsten Schritt im Sinne eines Lösungsansatzes testen, Bereitstellung in kleinen Behältern auf dem Tisch. Also nicht, ich frage mal in der Instandhaltung nach, wann die nächste Wartung geplant ist. Ja, das ist Mismatch. Dritte logische Zusammenhang, die Erwartung, die wir an einen Schritt haben, sollte sich auch auf das Hindernis beziehen. Also Beispiel hier, lange Greifwege führen zu 30 Sekunden Zeitverlust pro Zyklus. Schritt ist klar, Bereitstellung in kleinen Behältern auf dem Tisch. Der Zeitverlust reduziert sich von 30 auf 10 Sekunden. Das ist ein logischer Zusammenhang. Und den vierten, den können Sie fast erahnen, nämlich die Erkenntnis sollte sich dann bitte auf die Erwartung beziehen. Ist klar. Das heißt also, wenn der Coach diese logischen Zusammenhänge im Kopf hat, fällt es ihm viel leichter, die Antwort zu beurteilen und dann vertiefende Fragen zu stellen. Spätestens bei diesem Tipp werden Sie jetzt sagen, ja, das kann ich mir nicht merken. Stimmt's? Ja, können Sie sich nicht merken. Und jetzt kommt ein Trick, schaffe eine Umgebung, die dir hilft, das Richtige zu tun. So, hier ein Beispiel, wie gesagt, mir ist es wieder egal, wie Sie Ihr Blatt genau gestalten. Es ist nur ein Beispiel, um das zu erklären. Hier ein Problemlösungsblatt. Es beginnt auf der linken Seite mit der aktuellen Situation. Nehmen wir an, hier 145 Sekunden pro Zykluszeit. Der Zielzustand ist Reduzierung der Zykluszeit. Hindernis, Greifwege, 30 Sekunden Verlust pro Zyklus, bezieht sich auf was? Auf die Spalte links, Differenz zum Zielzustand. Nächster Schritt sollte sich beziehen auf was? Auf das Hindernis, zum Beispiel Videoaufnahme der Greifwege. Erwartung sollte sich beziehen auf was? Ebenfalls das Hindernis. Wir kennen die wahre Ursache in diesem Fall. Was wir herausgefunden haben, Erkenntnis sollte sich beziehen auf die Erwartung. Das heißt, in diesem Fall hier, die wahre Ursache ist, die großen Behälter stehen unter den Arbeitsplätzen. Das heißt, es gibt einen logischen Zusammenhang von rechts nach links. Kann man sich ganz einfach merken. Ganz einfach merken. Immer die nächste Spalte bezieht sich auf die davor. Letztes Muster. Es kommt zu vielen Themenwechseln und Hindernishopping. Vielleicht haben Sie auch das schon mal erlebt bei Ihren Coaching-Beobachtungen. Und auch da gibt es einen Trick, hinter dem wieder dieses Blatt hier steckt, die Struktur auf diesem Blatt und der Gedanke, dass es drei Arten von Experimenten gibt. Das ist jetzt für die Fortgeschrittenen. Drei Arten von Experimenten. So, nehmen wir mal an,
Zielzustand ist wieder hier, Zykluszeit reduzieren, aktuelle Situation, 145 Sekunden Zykluszeit pro Zyklus. Welche Hindernisse halten dich davon ab, den Zielzustand zu erreichen? Ich weiß es nicht. Wir sind ganz am Anfang. Dann bitte machen Sie einen Strich in dieses Blatt. Lassen Sie dieses Feld nicht leer. Es gibt klar zu erkennen, in welcher Phase des Verbesserungsprozesses wir sind. Wir kennen die Hindernisse noch nicht. Welche Art von Experiment müssen wir da machen? Art Nummer 1, Hindernisse finden. Was ist demzufolge ein logischer nächster Schritt? Genauere Prozessbeobachtung. Was erwarten wir dann? Wir kennen die Hindernisse und ihre unerwünschte Wirkung. Nehmen wir an, wir haben diesen Schritt durchgeführt und finden dann heraus, Hindernis 1, lange Greifwege, 30 Sekunden pro Zyklus und Störung an Anlage 6, 45 Minuten pro Schicht. Dann würden wir ein Hindernis davon auswählen. Ja, nächste Spalte hier. Wir entscheiden uns für die Greifwege. Greifwege 30 Sekunden Verlust pro Zyklus. Okay, was ist jetzt die zweite Art von Experiment, die wir machen müssen? Richtig, wahre Ursache finden. Zweiter Typ von Experiment. Nächster Schritt, Videoaufnahme der Greifwege. Wir kennen die wahre Ursache als unsere Erwartung, Erkenntnis, die wahre Ursache ist und so weiter. So, wenn wir das wissen, was kommt dann? Dritte Art von Experiment, nämlich eine Veränderung testen. Also wieder, das Hindernis ist immer noch das gleiche. Sie sehen, in der Hindernisspalte, das ändert sich nicht. Wir bleiben weiter beim Hindernis im Prozess. Bitte kein Hindernishopping an der Stelle. Unser Experiment lautet, Bereitstellung in kleinen Behältern auf dem Tisch. Erwartung, Zykluszeit dann 125 Sekunden. Erkenntnis, Zykluszeit sogar auf 122 Sekunden gesunken. Das heißt also, es gibt eine Reihenfolge hier in diesen Experimenten, die ist meistens diese. Ja? Von oben nach unten. Tatsächlich wird das Blatt natürlich länger sein. Wir werden wahrscheinlich mehrere Experimente der Sorte 3 machen, bis wir final die Zykluszeit hier erreicht haben. So, das heißt mit anderen Worten, hier in dieser Spalte, notiere so lange das gleiche Hindernis, bis es beseitigt ist. Und seien Sie ja konsequent im Ausfüllen der Blätter. Ich beobachte oft bei Coaches, die lassen dann irgendwann das Feld frei oder machen Gänsefüßchen oder irgendwie sowas. Das macht es so viel schwerer zu navigieren. Tragen Sie es ein, machen Sie es sich leicht. Okay, so, das heißt, die Tipps auf dem Weg zum Supercoach. Nummer 1, Daumenregel. Sie erinnern sich noch? Die 5 Fragen sind die Eckpunkte des Gesprächs. Folgen Sie auf der Karte. Nummer 2, bei Grün gehen, bei Rot stehen. Ein gutes Coaching-Gespräch hat keine Rücksprünge. Nummer 3, von links nach rechts, von oben nach unten. Habe eine Struktur, die es dir leicht macht, auf der Coaching-Tafel zu navigieren. Du brauchst deinen Prozessor für was anderes. Tipp Nummer 4, lieber auf den ersten Blick. Kann man sich gut merken, wir müssen Hindernisse, Ausreißer und Trends sofort erkennen können. Nummer 5, es geht um Hindernisse und Prozess. Bitte keine Umsetzungshindernisse. Dazu müssen wir Schritte machen, aber bitte vorne in der Spalte nicht das Hindernis ändern. Nummer 6, ist doch logisch. Coaches bewerten den logischen Zusammenhang. Sorgen Sie dafür, dass es eine Umgebung gibt, in der ich mir das leicht merken kann. Und Nummer 7, erzähle eine Geschichte. Problemlösungsblätter erzählen eine Geschichte, keine Märchen. Verwende für jedes Hindernis ein eigenes Blatt. Das ist übrigens auch ein guter Trick, um zu verhindern, dass wir ständig an den Hindernissen hüpfen, denn da müssten wir jedes Mal ein neues Blatt verwenden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren dieser Tipps und Tricks und ich bin gespannt, welche eigenen Regeln Sie in diesem Zusammenhang entwickeln werden. Lassen Sie es mich wissen und denken Sie dran, bitte fokussieren Sie auf Muster, geben Sie nicht pauschale oder situative Einzelfeedbacks. Vielen Dank.